Willkommen zur heutigen chaotischen Viertelstunde über der Tanz mit dem Vulken oder so. Im Wesentlichen, wann immer ich auf der Arbeit irgendwelche komischen Dinge zu tun habe und völlig unterausgelastet bin, fange ich an, irgendwelche komischen Projekte anzufangen. Und dieses Mal war es, wie mache ich irgendwie GPU-Computing mit Vulken? Weil irgendwie habe ich mich die Woche besonders masochistisch gefühlt oder so. Und das heute ist so quasi die Findings von wie Vulkan überhaupt funktioniert, wie es daherkam und wie das am Ende irgendwie in Code aussieht. Wir fangen mal an. Was ist irgendwie dieses Vulkan? Naja, die meisten wissen es hoffentlich irgendwie schon, weil sie davon mal was gehört haben. Für die, die nichts davon gehört haben, Vulkan ist im Wesentlichen eine Grafik-API, so wie zum Beispiel DirectX oder OpenGL, mit drei bestimmten Fokussen. Nummer eins, sie ist sehr low level. Nummer zwei, sie ist sehr low overhead. Und Nummer drei, sie funktioniert cross-Plattform. Moment, Tür auf. So, und wie kommt dieses Vulkan jetzt eigentlich zustande? Naja, Vulkan ist eigentlich nur eine Weiterentwicklung von OpenGL im Geiste. In der Praxis ist es massiv anders. Und quasi die gesamte Historie fängt halt irgendwie im Jahre 95 an, wo man damals das erste Mal OpenGL 1 publiziert hat. Und OpenGL 1, wie es damals war, war eine sogenannte Fixed Pipeline. Das heißt, man hatte quasi keine Konfigurationsoption, wie das Rendering passiert. Man konnte im Wesentlichen auswählen, ob man per Pixel Shading haben wollte oder per Vertex Shading. Und über die nächsten Jahre hat man dann in Version 1 immer mal wieder ein paar Feature hinzugefügt, bis man dann bei Version 2 angekommen ist und dann hat man hier das Konzept der sogenannten Shader eingeführt, quasi eine Programmiersprache, die es einem erlaubt, zu kontrollieren, wie man tatsächlich in den Framebuffer zeichnet, beziehungsweise Teile wie zum Beispiel Koordinatensystem, Transformationen selber zu machen und nicht mehr dem OpenGL selbst zu überlassen. Und über die verschiedenen Jahre kam dann OpenGL 3, OpenGL Version 4 raus und hat immer wieder neue Features bekommen, weil irgendwie, naja, die Grafikkartenhersteller hatten irgendwie Ideen und die DirectX-Leute hatten das irgendwie auch schon und dann wollte OpenGL das halt auch haben. Und 2013 ist dann irgendwie AMD der Hut geplatzt mit Leute, das kann doch wohl nicht sein, dass dieses DirectX und dieses OpenGL irgendwie alle so furchtbar langsam und so furchtbar buggy ist, das muss doch besser gehen. Und insbesondere, wenn wir auf Konsolen arbeiten, brauchen wir doch den meisten Scheiß davon irgendwie gar nicht. Und dann kam AMD daher und hat eine quasi Grafikkartenschnittstelle gebaut, die nennt sich Mantle. Und Mantle hatte halt. Robot? Du bist trotzdem auf der Kamera. Und hatte halt mit Mantle coole Dinge gemacht, wie quasi Command-Buffer, in die man Anweisungen reinschreiben kann und dann asynchron ausführen kann. Oder so quasi Queuing, wo man halt einfach haufenweise Command-Buffer reinschmeißen kann und dann irgendwie warten kann. Und solche Dinge eingeführt. Und in den nächsten Jahren kam dann die Kronos-Gruppe. Das ist quasi das Kollektiv von irgendwie allem, was irgendwie mit Grafikkartenprogrammierung zu tun hat, daher und meinte, dieses Mantle ist eigentlich ganz cool. Wir bauen jetzt unser eigenes Ding, das heißt OpenGL Next und das ist auch so cool wie Mantle. Und dann hat man sich irgendwie auf der SIG-Graph getroffen, hat da eine Weile drüber diskutiert und dann hat Valve gesagt, ja, wir bezahlen jetzt hier so eine Firma einfach mal so einen Treiber, so ein OpenGL Next/Mantle für Linux zu bauen und nennen es Vulkan. Und so kam dann das auch daher, ja? Treiber heißt jetzt hier für eine spezifische Grafikkarte ein Python Interface. Ja, genau, das war damals eine Intel-Karte. Eine Intel-Karte.
Ja, weil Intel waren die einfachsten zum Programmieren für. Und naja, in den kommenden Jahren gab es halt, kam dann halt auch irgendwie Nvidia und AMD selber daher und haben halt ihre eigenen Wulkentreiber produziert. Und seitdem ist es quasi ein Selbstläufer. 2018 gab es dann die ersten coolen Emulationsprojekte, die irgendwie auf Vulkan basiert haben. Da hat zum Beispiel mit Molten VK quasi einer Vulkan auf Mac OS Metal portiert, sodass man quasi irgendwie alles, was jetzt irgendwie Vulkan sprechen kann oder Mac ausführen kann. Und mit DXVK hat jemand quasi eine Emulation von allem, was irgendwie Direct 3D ist, für Vulkan gebaut. Was im Übrigen heutzutage eins der Kernstücke ist von wie Valves Proton Emulation für Windows-Spiele unter Linux macht. Und irgendwie 2020 kam dann mit Vulkan 1.2 auch Raytracing daher. Das war dann irgendwie, wo Nvidia die ersten Raytracing-Grafikkarten rausgebracht hatte. Und naja, jetzt sind wir heute und heute habe ich irgendwie Dinge mit Vulkan gemacht. So, ich hatte ja schon anfangs gesagt, Vulkan und OpenGL, also Vulkan sollte eigentlich eine Evolution von OpenGL werden, aber dann irgendwie doch ganz anders, weil es halt eigentlich mehr von dem Mantle abgeleitet ist, anstatt von, naja, OpenGL. Und hier ist quasi einmal so der große Vergleich von, wie die beiden sich massiv unterscheiden. Naja, OpenGL ist halt State Machine basiert. Und in Vulkan schreibt man halt quasi Command Buffer und führt die aus, wie man Lust und Laune hat. OpenGL mit der State Machine hat natürlich implizit den Nachteil, dass sie erzwingt, dass du Single-Threaded bist, weil versucht man eine State Machine über mehrere Threads hinweg zu managen. Während das in Vulkan ist das herzlich egal. Du kannst einfach dein Command-Buffer in eine Command-Queue werfen, bekommst dann quasi ein Objekt, auf das du warten kannst, zurück und wartest halt, wenn du Lust und Laune hast. Ansonsten lässt es halt einfach laufen. Ja. Das ist das, was weiter unten hier als Command-Buffer bezeichnet wird. Also Vulkan hat ganz viele Dinge, die irgendwie Buffer sind, aber quasi alles, was Aktionen ausführt, wird quasi. Also du recordest einen Command-Buffer, da schreibst du quasi rein, wenn ich dieses Ding später mal ausführe, dann mach das und dann das und dann das und das, quasi sequenziell hintereinander weg. Und dann recordest du den Command-Buffer und dann kannst du ihn einfach irgendwann ausführen. Genau, du prädefinierst quasi eine Funktion, nur dass du halt dem Ding halt keinen Namen gibst. Sondern halt einfach ein Handle. Und was da drin ist, macht dann halt der Treiber intern. Genau, das sind Eigenschaften, die kannst du quasi von bei deiner Grafikkarte abfragen, aber die Anzahl der Command-Buffer, die du gleichzeitig erstellen kannst, ist relativ hoch. Also so mindestens vierstellig. Und wenn du mal in deiner Anwendung ein Dutzend Zeilen geschrieben hast, um Command-Buffer zu erstellen und davon vierstellige Zahlen, dann glaube ich, wird deinen Entwicklern die Finger auch langsam bluten. Ja und nein. Also die ganze Magie passiert natürlich irgendwo im Treiber. Das heißt, ja, er macht irgendwie GPU-spezifische Instruktionen da draus. Aber beim Schreiben von den Command-Buffern oder beim Recorden von den Command-Buffern selber ist es komplett plattformneutral. Ja, Shader ist quasi der äquivalente Grafikkartencode. Die Command-Buffer sind quasi auf der Host-CPU die Definition von, ich würde jetzt gerne mal sagen, das ist mein Uniform-Buffer, hier sind irgendwie Variablen. Und jetzt führe mal diesen Shader aus mit irgendwie diesem Buffer und jetzt führe den Shader mit diesem Buffer, den Shader mit diesem Buffer aus und quasi so Instruktionen hintereinander weg.
Genau, und dadurch, dass man halt keine State Machine hat, sondern halt einfach Objekte in so eine Queue wirft, ist es halt relativ einfach damit irgendwie Dinge zu multithreaden. Und naja, OpenGL ist halt irgendwie eine Single-Threaded State Machine, das heißt offensichtlich ist alles sequenziell. Bei Vulkan, dadurch, dass man halt die Command-Buffer schreibt, kann man die Command-Buffer zu einem völlig anderen Zeitpunkt schreiben, als man sie tatsächlich ausführt. Das heißt, man kann zum Beispiel auch einen Thread haben, der nichts anderes macht, als irgendwie Command-Buffer produzieren und einen anderen, der dann quasi ausführt und wartet. Und quasi das Ausführen und darauf warten kann halt jeder Thread irgendwie für sich selber entscheiden, indem er auf einen sogenannten Fence synchronisiert. Fence ist quasi das OpenGL, das Vulkan-Äquivalent für das, was man andernorts eine Condition Variable nennt oder potenziell mit einem Semaphore löst. Also quasi so ein, ich habe einen Wert, der ist entweder nicht gesetzt oder gesetzt und ich warte darauf, bis er gesetzt wird. Es ist nicht wirklich ein Mutex. Das nennen sie Fence. Genau. Und bei OpenGL, naja, da gab es halt irgendwie keine sinnvolle Möglichkeit, irgendwie auf dem Grafikkarten arbeiten oder rauszufinden, wie man quasi mit dem Grafikkartenarbeitsspeicher unterwegs ist, wenn man da jetzt irgendwie gesagt hat, lad mal so eine Textur hoch und man sie hinterher nie wieder gebraucht hat, gab es keine wirklich gute Option, dem Treiber zu sagen, und lösch das Ding jetzt sofort. Du konntest nur sagen, ja, ich brauche das Ding nicht mehr, und dann hat der halt irgendwann mal was gemacht oder halt auch nicht, was dazu geführt hat, dass Spiele häufig Probleme mit dem Arbeitsspeicher von der GPU hatten. Und in Vulkan musst du das ganze Memory Management alle selber machen. Also wenn du eine Textur auf die Grafikkarte hochladen willst, musst du Buffer allokieren, musst du Memory für den Buffer allokieren, musst du das Ding über eine Transfer-Queue hochladen und darauf warten. Und naja, wenn du halt irgendwie Memory Management auf der GPU irgendwie selber machst, dann brauchst du halt auch irgendwie so Dinge wie einen Garbage Collector. Und dann fangen die Abenteuer an. Glücklicherweise für dieses ganze Garbage Collection Management gibt es mittlerweile eine relativ gute Bibliothek, die nennt sich Vulkan Memory Allocator, die nimmt einem da ganz viele Kopfschmerzen ab. Genau, bei OpenGL war halt die Synchronisation versteckt und bei Vulkan kann ich halt sagen, okay, pass auf, lad das Ding mal hoch und sag mir Bescheid über wieder so ein Fence quasi, wann du fertig bist. Bei OpenGL musste man halt die Shader zur Laufzeit der Anwendung kompilieren. Da war nicht mit ein vorkompiliertes Binary hochladen, sondern halt, man musste halt den Text einlesen und dann an OpenGL verfüttern, der dann halt da draußen Binary kompiliert hat. Und es relativ umständlich war, quasi a priori zu sagen, ob mein Shader überhaupt kompiliert, beziehungsweise ob mein Shader auf der Grafikkarte überhaupt ausführbar ist. Währenddessen bei Vulkan haben sie das anders gemacht. Bei Vulkan wird das quasi so als Binary vor oder als Intermediary Representation vorkompiliert. Das nennt sich dann SPIR/V, Shader Program Intermediary Representation for Vulkan. Die kann man dann vorab kompilieren und da kann man beim Vorab kompilieren verschiedene Tools nehmen und die sagen dann einem auch, hey, guck mal hier, du hast da Performance-Probleme oder halt auch nicht. Und dann kann man das Binary einfach so, wie es ist, dem OpenGL-Treiber in die Hand werfen und sagen, hier bitte mach mal. Und das ist signifikant performanter und naja, man kann halt irgendwie das testen, ob die Shader kompilieren als Teil seiner Build-Pipeline haben. Und nicht mehr so wie früher, dass es dann halt einfach irgendwie explodiert. Hat allerdings den Nachteil, man kann sich nicht per Code einfach mal schnell so einen Shader zusammenbauen, sondern muss das halt vorab machen. Genau, und dann, ihr habt die letzte Zeile schon gelesen. Naja, in OpenGL kann ich irgendwie so ein einfaches Hello World Programm in locker flockig 100 Zeilen machen und das ist halt inklusive Fenstermanagement und Redraw, wenn jemand das Fenster vergrößert und so. Und in Vulkan ist die Antwort einfach nur LOL, it's complicated, read vulkantutorial.com.
und baue irgendwie 2.500 bis 3.000 Zeilen Boilerplate-Code auf, um irgendetwas zu machen. So, jetzt hatte ich irgendwie schon über Dinge geredet, die irgendwie in Vulkan interessant sind. In Vulkan gibt es irgendwie so ein paar interessante Dinge. Allen voran ist die Validation Layer. Das ist quasi so ein Ding, was ihr reinhucken könnt in eure Anwendung und sagen könnt, okay, ich hätte jetzt gerne die Nvidia Validation Layer. Und dann sagt er irgendwie zur Laufzeit, gibt euch quasi so ein Callback und sagt, hey, du hast hier gerade so ein Ding gemacht, das funktioniert auf Nvidia-Grafikkarten, ein bisschen ungeil, du kannst das im Übrigen ändern, hier ist ein Hinweis, wie du das machen kannst. Oder aber du kannst zum Beispiel die offizielle Chorus Validation Layer reinwerfen und dann sagt er dieses Ding, du hast hier im Übrigen einen Buffer Overflow gemacht oder du hast da hier irgendwas alloziert, was du da nicht wieder freigegeben hast, du bist böse. Und kannst so deine Anwendung quasi auf Korrektheit validieren und dann hinterher, wenn du fertig bist, für einen Production-Betrieb kannst du halt einfach so einen Flag setzen, so, ja, ich brauche die Validation nicht mehr und dann läuft die Anwendung halt im Produktivbetrieb viel schneller. Kann man auch wieder wunderbar in eine Build-Pipeline integrieren. So quasi für den Local Dev Build macht man einfach die Validation Layer an und für den Produktivbetrieb halt nicht. Und dann gibt es in Vulkan halt noch sogenannte Physical Devices und Logical Devices. Physical Devices mappen halt irgendwie 1:1 auf eure Grafikkarte und Logical Devices, naja, das sind halt irgendwie so Pseudo-Devices, die ihr allokieren könnt, die auch mehr als ein Physical Device quasi benutzen können. Und ihr müsst immer ein Logical Device auswählen und quasi alle Operationen, die ihr macht, abseits vom Initialisieren, laufen alle auf einem Logical Device. Genau, und dann gibt es halt in Vulkan irgendwie noch lustige Dinge wie Buffer, das ist quasi Arbeitsspeicher, so wie halt so ein Array. Und naja, es gibt da irgendwie Varianten, die halt quasi in Host Memory sind, es gibt welche, die quasi in GPU Memory sind. Und um irgendwie zwischen den beiden hin und her zu arbeiten, könnt ihr irgendwie mit Transfer Queues arbeiten. Genau. Und dann die allmagischen Shader kennt Vulkan natürlich auch. Und dann hatte ich vorhin gesagt, so Command-Buffer häufiger. Und naja, die gibt es hier halt auch. Und Queues und Fences hatte ich irgendwie auch schon dreimal erwähnt. Genau. Und dann einmal quasi so der Aufbau von, was ich irgendwie alles initialisieren muss, um irgendwie mit meiner Anwendung zu reden. Na, ich muss eine Anwendung erzeugen. Dann muss die irgendwie eine Vulkan-Instanz erzeugen oder halt auch mehrere und jede Vulkan-Instanz kann halt irgendwie beliebig viele Physical Devices irgendwie haben, auf denen es arbeiten kann und jedes Physical Device kann halt irgendwie mehrere Logical Devices haben in meiner Anwendung. Und jedes Logical Device kann mehrere Queues haben und jede Queue kann mehrere Command-Buffer haben und dann sind wir irgendwie 2000 Zeilen Code tief und haben irgendwie alles allokiert, was wir brauchen und können jetzt endlich arbeiten. Und dann mache ich irgendwie so einen Render-Pass und dann kommt irgendwie das alles daher. Und dann will ich also eine Graphics-Pipeline haben und um die Graphics-Pipeline zu haben, brauche ich eine Graphics-Pipeline-Create-Info und die braucht dann irgendwie alle möglichen Informationen, zum Beispiel welche Shader-Stages ich habe, welche Vertex-Inputs ich habe, welche Tessellation-Stages ich habe, welche Viewport-Stages ich habe, bla 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 bla. Und alle diese Dinge haben auch wieder ihre eigene Create-Info, die dann halt über mehrere Level hinweg so ein wunderbares Riesenkonstrukt an Dingen erzeugt, die du brauchst. Viele davon brauchen wiederum irgendwelche anderen Vulkan Create irgendwas Operationen. Und ja, wie ihr vielleicht an meiner Reaktion hört, das ist irgendwie nicht ganz so geil. Das ist irgendwie sehr viel Overhead für den Entwickler. Aber es sind irgendwie alles Dinge, die quasi in OpenGL früher irgendwie alle implizit passiert wären. Weil in OpenGL, ich weiß nicht, wer von euch irgendwie mal komische Glitches in OpenGL-Anwendungen hatte, wenn man zum Beispiel irgendwie mit dem UI interagiert hat oder so, oder mit der Debug-Konsole, die in manchen Spielen integriert waren. Ja, das passiert dann häufig, wenn man irgendwelche externen Libraries verwendet, die dann auch ein bisschen zeichnen wollen, zum Beispiel um so ein UI zu rendern. Aber die dann halt irgendwie hingehen und irgendwelche Rasterisierungsoptionen setzen oder irgendwelche Stencil-Buffer setzen und dann hinterher nicht aufräumen.
Und dann darf man in OpenGL sich jedes Mal ärgern und hinten dran so ein 50 Zeilen Fluch schreiben, jedes Mal, wenn man irgendwie was Externes aufgerufen hat, beziehungsweise wenn man in einer hinreichend groß genugen Firma ist, quasi jedes Mal, wenn man irgendwie in die lokale Funktion oder in den lokalen Renderpass irgendwie die Kontrolle bekommt, erstmal hingehen, 50 Zeilen Fluch schreiben und erstmal alles resetten, sodass man, dass es im richtigen State ist. Und anstatt dass man das halt überall macht, wo man es braucht, kann man halt in Vulkan dann halt einmal sich diese Create-Infos anlegen in einem sinnvollen Zustand und die dann in die Pipeline-Creation reinpacken. Unpraktischerweise muss man das hier halt alles machen, während das in OpenGL konnte man halt einfach YOLO drauf losarbeiten. Und hier wird man halt explizit dazu genötigt, alles zu spezifizieren. So. Jetzt hatte ich ja gesagt, habe ich irgendwie Dinge mit GPU-Computing gemacht und irgendwo habe ich dafür Code. Und jetzt gibt es hier irgendwo so einen Präsentationsmodus. So, jetzt habe ich natürlich anfangs irgendwie mal gesagt, so C und so. Ich bin selber so ein Java-Mensch. Und naja, es gibt halt irgendwie so Java-Bindings für Vulkan und für OpenGL und die sind halt quasi genauso low-level wie der C-Code. Und dann habe ich mich irgendwie geärgert und habe da halt irgendwelche Wrapper drum geschrieben, die halt für mich so ein bisschen die Arbeit enkapsulieren und die dann halt hingehen und hier so eine Vulkan-Create-Info erzeugen, die alle möglichen Felder mit sinnvollen Werten bestücken. Das ist ein Type vom Identifier, ja. In einfach nur C müsstest du da quasi schreiben, S-Type ist gleich und dann einen so langen String, der quasi hier nochmal Vulkan Application Info heißt. Und diese Java-Bindings haben halt gesagt, so ja, schreib $default hinten dran und wir machen das automatisch für dich. Nee, also in C würdest du halt schreiben, .stype ist gleich Vulkan Application Info. Aber halt quasi jedes quasi Vulkan blablabla Object, was du erzeugst, hat eigentlich nur einen zugeordneten S-Type. Und in C wirst du genötigt, das jedes Mal manuell hinzuschreiben. Und der quasi die Java-Bindings sind so, ja, also das ist irgendwie selten doof, wenn jeder Vulkan-Irgendwas-Typ immer nur genau einen Wert für S-Type zulässt, warum setzen wir den nicht per Default? Aber dieses $Default ist kein Java-Feature oder sowas, einfach nur. Nee, das ist von. Das haben sich die Library-Autoren so überlegt. Genau. Und da seht ihr halt quasi, in welcher Verbosity das halt alles hier passiert, was man alles für Argumente setzen muss. Und dann kann ich zum Beispiel mal hingehen und sagen, okay, zeig mir mal, welche Vulkan-Layers in so meiner Grafikkarte alle verfügbar sind und ich da drauf schmeißen kann. Und dafür gibt es dann irgendwie Vulkan Enumerate Instance Layer Properties und die muss man quasi einmal ohne einen Pointer aufrufen und dann sagt er dir, wie viele da drin sind und dann kannst du ihn ein zweites Mal aufrufen mit einem entsprechend großen Buffer und dann füllt er dir quasi die Elemente alle ein. Und quasi so in dem Stile muss man ganz am Anfang erstmal ganz viele Properties proben und dann kann man sagen, okay, welche Physical Devices habe ich und dann wähle ich halt irgendwie das aus, mit dem ich arbeiten möchte und dann erzeuge ich darauf Logical Devices und so weiter und so fort. Und nachdem man irgendwie leicht wahnsinnig geworden ist, kommt man dann an den Punkt, wo man so einen Command Buffer recorden kann. Und da kann ich auch mal reingehen. Ne? Da macht man dann Command Buffer Allocate Info und macht dann Command Buffer Allocate. Und dann mit dem erzeugten Command Buffer kann man dann hingehen und sagen Beginn und dann kann man quasi alle Operationen machen, die man recorden möchte. Das ist irgendwie hier ausgelagert in so eine Funktion.
Und dann sagt man End. Und nachdem man die irgendwie recorded hat, kann man dann hingehen und hier mit der Submit-Info erzeugen, in der Submit-Info den Command-Buffer hinterlegen oder mehrere und dann die Submit-Info submitten und die füllt dann hier quasi diese Fans-ID aus und mit der Fans-ID kann man hinterher hingehen und sagen, wart mal da drauf. Und wenn man irgendwie fertig ist, kann man diesen Command-Buffer, das ist jetzt halt nur Single-Use, nehmen, den Command-Buffer wieder löschen und dann kann man den Fans resetten, damit man ihn quasi irgendwann später wieder verwenden kann. Was in dem Fall nicht notwendig ist, weil, naja, ich erzeuge jedes Mal einen neuen Submit, aber ich könnte ja auch irgendwie den Index reusen, hier in meinem Fall halt absolut nicht, weil es halt relativ straightforward. So, und wenn ich jetzt irgendwo mal wieder mein eigentliches Fenster bekomme, dann... dann könnte man jetzt auch sehen, was ich irgendwie die letzten Wochen über gemacht habe. Und dann hier führen wir die Main aus. Diese Main geht jetzt quasi hin, lädt ein Bild, lädt es auf die Grafikkarte hoch, führt einen Shader aus, der das Bild um 90 Grad dreht und lädt es wieder runter und lädt es wieder hoch und dreht es wieder um 90 Grad und macht das halt irgendwie so lange, bis ich einmal um mich herum rotiert bin. Und naja, weil der Laptop jetzt halt irgendwie eine Präsentation macht und nebendran mit OBS aufnimmt, geht irgendwie alles besonders langsam. Früher oder später sehen wir bestimmt auch ein Bild. Ja, schon, aber halt nicht das, was vom Laptop-Bildschirm kommt. Okay. Naja. Lassen wir den mal rödeln irgendwann. Irgendwann poppen Fenster auf. Genau, und dann habe ich hier, ich veröffentliche die Folie hinterher auch noch, einen Haufen Links drin, die irgendwie alle zu Projekten gehören, die coole Dinge machen. Zum Beispiel Vulkan Tutorial und Vulkan Guide, die alle sehr gute Anleitungen gebaut haben für quasi, was die einzelnen Schritte sind, die ich brauche, um am Ende des Tages zu meiner 2000 Zeilen Hello World Anwendung zu kommen. Dann Sascha Willems Vulkan Guide, der irgendwie unglaublich viele Beispiele gemacht hat, von was man irgendwie alles mit Vulkan machen kann. So quasi für jede irgendwie API, die da drin ist, einfach mal so ein Beispiel, inklusive dem Raytracing. Dann quasi den offizielle Spec von der Chorus Group, wenn sie dann mal öffnet. Nein, ich bin überhaupt nicht dabei, diesen Laptop zu überlasten. Und am Ende noch ein Link zum Vulkan Memory Allocator, den ich ja vorhin gesagt habe, den man eigentlich haben will, für wenn man Garbage Collection nicht von Hand machen will. So, that's about it. Questions? Ja, du hast ja vorhin einen Vergleich gezogen jetzt mit OpenGL. Ja, gibt es. Es gibt verschiedene, die das machen. Allerdings, keine davon hat Java-Bindings. Und ich habe irgendwie Dinge in Java gemacht, weil ich irgendwie... ich habe da so ein altes Projekt, was irgendwie Bildbearbeitungsstuff auf CPU macht und habe mir gedacht, hey, ich könnte das ja irgendwie auf Grafikkarte portieren. Da ist ein Fenster aufgegangen. Und in ein paar Sekunden kommt er bestimmt und hat das Bild gedreht. Hoffe ich jedenfalls. Genau. Diese Validierungsmöglichkeiten eigentlich ganz cool, die du erwähnt hast. Weil ich habe zwar jetzt persönlich noch nicht viel
Genau, also OpenGL war quasi immer ein Nightmare zu debuggen. Es gab einige Anwendungen, wie zum Beispiel RenderDoc, die haben sich quasi in deine Anwendung so per LD-Preload reingehängt und haben sich dann quasi in die Render-Calls gesetzt und alle möglichen Dinge gemacht, wie irgendwie Texturen kopieren, die transferiert werden, alle möglichen Daten, die zwischen GPU und so transferiert werden, einfach mal kopieren, rausschreiben. Und so konnten sie dir helfen beim Debuggen. Aber das hat dir natürlich immer noch nicht geholfen für, wenn du irgendwie Texturen hochgeladen hast und nicht wieder freigegeben hast. Und halt zumindest die Vulkan-Variante sagt dir halt am Ende, wenn du deine Anwendung zumachst, so, du im Übrigen, du hast hier an Position XYZ eine Textur allokiert und nicht wieder freigegeben. Und das waren die ganzen Attribute, die du gesetzt hast. Und dieser Rechner ist scheinbar so überlastet. Never mind! Java World Nightfall Exception. You have seen nothing. Ja, und hier ist dann quasi die offizielle Vulkan-Spec mit, keine Ahnung, 50 Millionen Kilometern Text für welche Argumente bei welchen Calls valide sind und wann wie was zusammengehört. Sehr zu empfehlen, sich da einzulesen, wenn man irgendwelche komische Fehlermeldungen präsentiert bekommt. Und wenn das Ding jetzt nicht gleich rotiert, werde ich wahnsinnig. I have no idea. Ich habe für Windows nie Grafikkartenprogrammierung gemacht und ich besitze mittlerweile auch kein Windows mehr, also kann ich darüber keine sinnvolle Aussage treffen. Ich auch nicht, aber. Ich lese gerne Tutorials. Suche DirectX 12 Tutorial. Und irgendwas habe ich kaputt gemacht. So, jetzt machen wir die ganze Scheiße mal wieder zu. Genau, darf noch was sein. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt zum Thema Balken, aber du hast gemeint, du kannst, weil du dieses Intermediary-Format hast für die Shader, kannst du den Shader eben nicht mehr zur Runtime bearbeiten. Ja, also du kannst halt nicht mehr einfach per Text Konkatenierung, die einen Shader zusammenwürfeln. Du musst dann halt quasi irgendetwas haben, was diese SPIR produziert. Aber das ist halt ein Binärformat, das ist ein bisschen mehr Aufwand als einfach Textzeilen zusammenkleben. Also im Grunde genommen, wenn es dafür eine Library gäbe, die ich produzieren kann, könntest du einfach die Library benutzen und cool ist. Genau. Bei OpenGL hat man an OpenGL die Textfassung von dem Shader gegeben? Genau. Bei OpenGL hast du quasi an OpenGL selber die Textdatei verfüttert und der hat dann halt kompiliert und bei Vulkan verfütterst du quasi diese Intermediary Representation. Und ich glaube, es gibt da verschiedene Varianten. Es gibt da irgendwie einen von quasi Vulkan selber, einen Vulkan C oder so Compiler. Es gibt irgendwie noch einen separaten Validator, der halt auch quasi Code produzieren kann, und es gibt von LLVM quasi ein SPIR Backend, das quasi SPIR produzieren kann. Da kann man dann wahrscheinlich C-Code verfüttern oder was auch immer. I have no idea. Aber ich weiß, dass es existiert. Ja. Durch eine Anwendung, der du das mitgibst, würdest du einen C-Compiler mit reinpacken? Ja.
oder wie viel auch immer du von LLVM brauchst, aber ich glaube, das ist relativ monolithisch. Ich weiß nicht, wie viel von LLVM du dafür tatsächlich brauchst, aber es kann sein von relativ wenig bis absolut viel, I have no idea. Oder du kannst dir die Vulkan Spec durchlesen zu SPIR und deinen eigenen Compiler bauen. In Java. In Java oder was auch immer, ja. Kommt drauf an, wie masochistisch du bist. Genau. Darf es noch was sein? Pizza. Ja, bald. Okay.